Die norwegische Kronprinzessin Mette Marit hat es nicht immer leicht. Sie erzählte im Podcast The Cause for Russet ganz offen von den Höhen und Tiefen ihrer Zeit in der Öffentlichkeit. Es gab Abschnitte in meinem Leben, vielleicht im Besonderen ganz zu Beginn der Zeit mit Håkon und mir, an die ich bis heute nicht zurückdenken kann, ohne dass mir dabei schlecht wird. Es war knallhart, erklärte sie im Podcast. Auf der 47-Jährigen lastet der Druck der Öffentlichkeit bis heute. Mette Marit ging es vor allem in der Anfangsphase oft schlecht deswegen. Sie wurde immer wieder mit ihrer turbulenten Vergangenheit konfrontiert. Ihr Ehemann Håkon stand aber immer hinter ihr. Mette Marit entwickelte nichtsdestotrotz große Scham über ihr Leben vor Håkon. Und dieses Schamgefühl endet auch heute nicht. 2018 wurde bekannt gegeben, dass Mette Marit an einer chronischen Lungenfibrose erkrankt sei. Die unheilbare Krankheit kann zu Entzündungen im Lungengewebe führen und damit die Atemfunktion beeinträchtigen. Ich schäme mich ein wenig dafür, dass ich krank bin. Oder ehrlich gesagt, ich weiß, dass ich mich deswegen sogar ziemlich viel schäme, gestand Mette Marit im norwegischen Podcast. Vor allem, dass sie wegen ihrer Krankheit nicht mehr so viel leisten könne, setzte ihr sehr zu.